Meine Herausforderung ist immer noch die Schnittkonstruktion. Die beansprucht sehr viel Zeit, aber wenn der Schnitt einmal passt, kann man beruhigt auf die Maßanfertigung hingehen und dann kriegt man ein tolles Kleidungsstück zusammen. Ich bin die Sandra, die Schneiderin und Inhaberin von Rosentreter Modedesign hier im Westwerk und fertige hier Kleinkollektionen für Männer und Frauen im Stil der 20er Jahre. Meine Schnitte habe ich alltagstauglich umgesetzt, dass man nicht so wie aus dem 20er Jahre Katalog ausschaut. Dieses Maßgeschneiderte ist für viele diese Individualität für sich. Das ist bei mir auch schon so und ich gebe das gerne weiter an mein Gegenüber. Ich habe Schneiderin gelernt in Plauen im Vogtland, das war 1996, und habe daraus so viel entnommen. Also ich war in der Industrie beschäftigt, aber mich hat auch viel mehr interessiert. Ich war die Erste und die Letzte, die da war und habe mir selbst sehr viel Wissen noch selbst beigebracht. Ich wollte das einfach wissen und das Handwerk lernen. Ich arbeite auch mit Stoffen, die von Tuchwebereien und Leinenwebereien aus Deutschland und Österreich kommen. Die nehme ich ausschließlich für meine Kleidungsstücke. Und diese Langlebigkeit ist natürlich damit gegeben. Diese Dreiteiler, ne? Das sind die Knickerbocker mit Hochbundhosen, mit Leinenhemden oder klassische Hemden, Sakko dazu oder ein Gehrock oder ein Mantel. Das gilt für Frauen und für Männer. Leipzig fand ich als Stadt immer schon faszinierend. Ich liebe Industriebrachen oder Industriekultur, diese Räumlichkeiten, die haben mich schon immer fasziniert. Als ich hier angefangen habe, gab es nur die Schaubühne Lindenfels und nichts um mich rum. Ich finde die Entwicklung super durch die ganze Vielfalt, die hier entsteht, mit den ganzen Händlern, Designern, Galerien, Läden. Das ist einfach eine tolle Entwicklung, auch im Westwerk.